Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem zweiten Agrargespräch hier live in Berlin, das Bayer Crop Science und die Agrarzeitung gemeinsam veranstaltet. Wir haben heute wieder sehr kompetente Gesprächspartner eingeladen, um eine weitere der vielfältigen Herausforderungen zu diskutieren, vor denen die Landwirtschaft heute steht. Natürlich haben auch Sie, liebe Zuschauer, die Möglichkeit, mitzudiskutieren und Fragen über die Chat-Funktion im Livestream zu stellen. Heute geht es um Raps, Rübe und Co. und was wir den Wirkstoffverlusten entgegensetzen können. Ich freue mich ganz besonders, meine Gäste hier begrüßen zu dürfen. Heute sind das hier zu meiner Rechten Friedel Kramer, Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Herr Kramer studierte an der Universität Hohenheim Landwirtschaft und ist zudem gelernter Winzer. Seit 1989 im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft tätig, vor allem im Bereich Lebensmittelrecht, Pflanzenbau und Pflanzenschutz. Er war Leiter des Referates Ackerbau und Pflanzenbau, übernahm dann das Referat Pflanzenschutz nach seiner Rückkehr aus Rom, wo er ab 2012 das Referat Ernährung und Landwirtschaft bei der Verständigen Vertretung Deutschlands bei der FAO in Rom geleitet hat. Seit Dezember 2019 ist er nun Präsident des BVL. Des Weiteren begrüße ich sehr herzlich Thorsten Ellmann. Er ist Präsident des Deutschen Imkerbundes, ist Diplomchemiker und pharmazeutisch-technischer Assistent aus Pasewalk und als Sohn eines Imkers seit seiner Kindheit eng mit der Bienenhaltung verbunden. Er selbst bewirtschaftet 20 Bienenvölker und vermarktet, wie er mir erzählte, 30 bis 40 Kilogramm Honig jedes Jahr. Herr Ellmann führt seit 2010 den Pasewalker Imkerverein, ist Vorsitzender des Landesverbandes der Imker Mecklenburg-Vorpommerns und im Oktober 2019 wurde er dann zum Präsidenten des Deutschen Imkerbundes gewählt. Zu meiner Linken freue ich mich sehr, Herrn Dr. Marco Harms zu begrüßen. Er ist Entwicklungsleiter für Pflanzenschutz bei Bayer Crop Science. Er studierte Biologie, wurde in Agrarwissenschaften promoviert und kennt sich aus in Phytomedizin, Mykologie und Bakteriologie sowie Prognosesystemen im Weinbau. Er war Beratungs- und Marketingmanager für Sonderkulturen, betreute die Produktentwicklung und Registrierung in den nordischen Ländern und seit 2017 leitet er die Entwicklung bei Bayer Crop Science. Dann haben wir zugeschaltete Gäste. Ich begrüße sehr herzlich Frau Manja Landschreiber. Sie ist Referentin für Pflanzenschutz bei der Landwirtschaftskammer in Schleswig-Holstein. Sie ist gelernte Gärtnerin, hat das Fach anschließend auch studiert, hat einen Einstieg in die Beamtenlaufbahn in Schleswig-Holstein gewagt, arbeitete als Sachbearbeiterin Pflanzenschutz für die Landwirtschaft und ist seit 2017 Referentin für Landwirtschaft. Sie kennt sich bestens damit aus, wie man Unkräutern, Ungräsern und Rapsschädlingen zu Leibe rücken kann. Darüber hinaus freue ich mich auch, Herrn Stefan Ahrens begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen. Er hat auch in Gießen Agrarökonomie studiert, war bei Alfred Töpfer International, hat dem Bundestagsabgeordneten Peter Bläser zugearbeitet und hat so in die politische Arbeit hineingeschnuppert. Er war mehrere Jahre Fachreferent für Waren- und Futterwirtschaft beim Deutschen Raiffeisenverband, hat das Verbindungsbüro in Berlin aufgebaut für den DRV, arbeitete als Fraktionsreferent für die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag in Berlin und seit 2012 ist Stefan Ahrens Geschäftsführer der UFOP. Ja, liebe Zuschauer, unser Thema heute sind Wirkstoffverluste. Die Palette an Pflanzenschutzmitteln nimmt zunehmend ab. Das hat natürlich auch Folgen für die Landwirtschaft. Ein Kritikpunkt ist immer, dass zu wenig Mittel auch zugelassen werden. Und meine erste Frage an Herrn Kramer ist, wie ist denn eigentlich die Situation wirklich? Wie sehen Sie das, wie nehmen Sie das als Zulassungsbehörde aus Ihrer Perspektive wahr? Ja, vielen Dank, Frau Werner. Wenn wir über Wirkstoffverluste und Pflanzenschutzmittel Rückgang der Zahl der Pflanzenschutzmittel sprechen, müssen wir uns tatsächlich einmal in die Statistik begeben. Und
In der Gesamtschau ist in Deutschland das Gegenteil zu beobachten. Wir hatten 2010 rund 650 Pflanzenschutzmittel zugelassen mit insgesamt rund 250 Wirkstoffen. Im Jahr 2020 hatten wir 930 Pflanzenschutzmittel mit insgesamt 290 Wirkstoffen, die zugelassen waren. Also in der Gesamtschau könnte man sagen, es gibt gar kein Problem. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Sie haben ja nicht ohne Grund eingeleitet und die Sendung unter die Überschrift gestellt, Rübe, Raps und Co. Gerade Rübe und Raps hat in den vergangenen Jahren mit großen Problemen durch den Wegfall bestimmter Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen zu tun gehabt. Und hier müssen wir in der Tat überlegen, gemeinsam überlegen, wie wir gegensteuern können, dass die wichtigen Kulturen in Deutschland auch im Anbau bleiben können. Und Herr Ellmann ist ja nicht ohne Grund hier, wenn wir über Raps sprechen. Da haben Sie vollkommen recht, aber dazu kommen wir dann einfach auch später noch. Mich würde natürlich auch interessieren, wie es vor allem auch in der Praxis ausschaut, weil Sie sagten ja, wir haben weniger Wirkstoff, vor allem weniger Wirkstoffgruppen. Deswegen meine Frage an die Frau Landschreiber, wie sieht es in der Praxis aus? Hat die Landwirtschaft zu wenig Wirkstoffe? Vielen Dank für die Frage. Also allein die Anzahl der Wirkstoffe ist nicht entscheidend. Das täuscht so ein bisschen über die tatsächliche Problematik hinweg, sondern es geht um die Vielfalt von Wirkstoffen aus verschiedenen Wirkstoffgruppen. Ein Wirkstoffgruppenwechsel bedeutet auch immer, aus einem Portfolio zu greifen, um eben unterschiedliche Gruppen auch zu nutzen. Und das ist momentan in einigen Bereichen leider nicht mehr möglich. Weil wenn ich einen Wirkstoff aus derselben Wirkstoffgruppe eine Anwendungshäufigkeit häufig einsetze, dann bedeutet das auch einen erhöhten Selektionsdruck und das bedeutet dann auch die Gefahr von Resistenzsteigerung. Und aktuelles Beispiel, wenn ich mir den Raps anschaue, dann haben wir zwar 44 Pflanzenschutzmittel dort zugelassen, aber davon sind 34 Pyrethroide schon. Und dann habe ich noch zwei andere Wirkstoffgruppen, die zur Verfügung stehen, die aber nicht gegen alle Schadorganismen zugelassen sind. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Raps-Erdfloh. Da habe ich nur die Pyrethroide. Und gerade beim Raps-Erdfloh habe ich auch eine sehr ausgeprägte Resistenzproblematik. Oder Beispiel Kohlschotenmücke. Da haben wir wirklich seit 3-4 Jahren auch aufgrund von Versuchsergebnissen die Praxis auch bei uns in Schleswig-Holstein so weit gebracht, dass eben nicht das Pyrethroid zur Vollblütenspritzung mitgenommen wird, um eben Mücke und Kohlschotenrüssler zu bekämpfen, sondern wirklich situativ ein Biskaya nach Eiablage, um eben direkt die Larven zu bekämpfen. Das war in diesem Jahr auch noch möglich, das ist aber im nächsten Jahr nicht mehr möglich. Das heißt, wir laufen dort auch in eine richtige Bekämpfungslücke. Und deswegen ist so ein bisschen meine Antwort darauf, es kommt drauf an. Man muss wirklich ganz situativ gucken, um welchen Schaderreger geht es und welche Wirkstoffgruppen haben wir dort wirklich zur Verfügung und haben wir dort die Möglichkeit auch zu wechseln. Und das ist in vielen Bereichen leider nicht mehr gegeben. Ja, ich glaube, Herr Harms, Sie haben da auch so bestimmte Erfahrungen einfach auch damit gemacht, dass einfach bestimmte Wirkstoffgruppen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Sie bekommen ja auch Rückmeldungen von Ihren Landwirten, die Sie betreuen. Wie schaut es da aus? Welche konkreten Probleme sehen Sie? Ja, also ich kann im Prinzip die Ausführungen von der Frau Landschreiber eigentlich nur bestätigen, dass wir also je nachdem, in welcher Kultur und um welchen Schaderreger wir uns dann bewegen, natürlich hier genau gucken müssen, wie viele Wirkungsmechanismen stehen wirklich zur Verfügung. Wir sehen ja auch gleichzeitig, dass wir als Industrie nicht mehr in der Intensität oder in der Menge neue Wirkstoffe auch nachliefern können. Also wir können diese Lücke, die hier zum Teil dann entsteht, nicht adäquat ausfüllen und dieses Resistenzrisiko, was die Frau Landschreiber beschrieben hat, das kann man, denke ich, ganz gut unterstützen hier, dass eben zu viel Druck dann auf die verbleibenden Wirkungsmechanismen kommt. Und ich denke, es gibt eine Vielzahl von Kulturen, wo wir in so einer Situation jetzt schon stecken, wie wir vielleicht eben beim Raps gehört haben, wenn wir auch mal die Kartoffel rausgreifen, Drahtbodenbekämpfung, da gibt es gar nichts mehr, was zugelassen ist beispielsweise. Oder wenn Sie sich auch angucken, Pflanzguterzeugung bei den Kartoffeln, Bekämpfung von Virusvektoren, da wird es also auch sehr, sehr dünn. Also gerade im Bereich der Insektizide haben wir natürlich auch
erheblich an Wirkstoffen jetzt im Rahmen vom Wiederzulassungsprozess der Wirkstoffe europäischer Ebene verloren. Da ist Dimethoat weggegangen, da ist ein Pymetrozin weggegangen, Pyrimicab wird sicherlich vielleicht nochmal gelistet, aber nicht in der Breite dann zugelassen werden können, wie wir das haben. Thiacloprid ist jetzt raus. Also wir sehen, dass wirklich hier ja auch Eckpfeiler in der Produktion für bestimmte Kulturen wegfallen. Also das sind keine Wirkstoffe, die nice to have waren, sondern das sind wirklich zentrale Bausteine irgendwo in der Bekämpfungsstrategie gewesen. Mhm. Also da gibt es nicht nur Probleme beim Raps, sondern auch bei den Kartoffeln. Ja. Bei den Rüben habe ich jetzt einfach auch gehört, dass unsere französischen Landwirte auch sehr große Probleme haben in der Blattlausbekämpfung und damit einfach nicht mehr so wirklich klarkommen. Jetzt steht natürlich vor allem der Raps im Fokus. Da sind ja die Neonicotinoide verboten worden, sicher auch zu Recht, aufgrund des Bienenschutzes. Pflanzenschutz und Bienenschutz, das hat man immer das Gefühl, das wird eigentlich sehr kontrovers oder gegeneinander gestellt. Ich wollte Sie immer fragen, Herr Ellmann, das Verbot der Neonicotinoide, war das denn eigentlich jetzt gut für die Bienen? Sind Sie damit zufrieden? Wir haben als Imker immer gesagt, wir respektieren die Entscheidung der EFSA. Und die EFSA hat nach Bewertung aller ihr vorliegenden Unterlagen gesagt, die Neonicotinoide gehören verboten. Und aus der Sicht heraus muss man sagen, ja, ist ein guter Tag für die Bienen in dem Moment, wenn man die Folgen der Anwendung der Neonicotinoide bewertet. Man muss natürlich sich heute fragen, reicht es aus, wenn man einen Wirkstoff verbietet oder eine Wirkstoffgruppe rausnimmt, hat man adäquat etwas anderes. Aber prinzipiell, das, was man ursprünglich zwar vermutet hat, ist nicht eingetreten, aber prinzipiell muss man sagen, ja, das Verbot der Neonicotinoide hat zumindest gezeigt, dass das für die Bienen nicht das Verkehrteste war. Mhm. Obwohl, ja, sagen wir es mal so, in der Folge bleiben ja nur noch die Pyretroide. Das heißt, dort müssen eigentlich mehr Insektizidspritzungen einfach gemacht werden. Naja, nun ist es schon klar, das wissen wir auch, dass man jetzt mit 3 oder 4 Mal Pyretroid über die Rapsbestände fährt. Aber wir können doch nicht sagen, wenn wir ja den eigenen Wirkstoff nicht mehr haben, dann bricht alles zusammen. Jetzt muss man sich doch angucken, wie kann es denn weitergehen. Es war vorherzusehen, dass es schwierig wird. Und dann muss ich gucken, welche Möglichkeiten habe ich dann fachlich, das zu begleiten. Und dann muss ich gucken, welche ackerbaulichen Möglichkeiten habe ich, welche Züchtungsmöglichkeiten habe ich, wo finde ich dann auch entsprechende Leitlinien, um die Kultur weiter zu halten. Und der Raps hat seine Vorzüglichkeit wirtschaftlich verloren, das steht eindeutig fest. Deshalb ist der Anbau auch zurückgegangen. Wenn wir hier einen Mehrwert erreichen können, dann wird das auch wieder kommen. Es liegt nicht nur an den Neonicotinoiden, da bin ich fest von überzeugt. Ja, Sie sprechen auch gerade die Vorzüglichkeit des Rapsanbaus an, dass der Anbau auch zurückgeht. Wir haben ja hier auch einen Raps-Experten, Rapsförderer Herr Ahrens. Was sagen Sie denn eigentlich dazu? Der Rapsanbau ist vor allem betroffen, er geht zurück. Es ist eine Zeigerpflanze für den gesamten Ackerbau. Wie sehen Sie das eigentlich, Herr Ahrens? Ja, Frau Werner, ich glaube, vom Ton her bin ich, glaube ich, zugeschaltet. Wir haben etwas Probleme mit dem Bild, aber ich glaube, es wird ein Foto eingeblendet. Insofern kann ich mich da auch mit meinen Aussagen beteiligen. Ja, ich denke mal, wir haben auch im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen. Es ist so, dass dieser Rückgang der Wirkstoffe bzw. auch der Wirkstoffgruppen ja nicht nur den Rapsanbau betrifft. Der Rapsanbau ist eine der Hauptbetroffenen dieser Einschränkungen, ganz einfach, weil es so ein, ich sag mal, auch eine herausragende Position hat in Bezug auch auf das Verhältnis zum Bienenschutz zum Beispiel. Natürlich haben die Neonicotinoide Auswirkungen auf die Bienen gehabt. Es gab aber auch Studien, die wir damals in die Diskussion eingebracht haben, Stichwort Wasser oder die Gefährlichkeit des Pollens und, die zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen sind. Aber was Fakt ist, und ich glaube, das ist auch im Zuge des Bienenschutzes zu beachten, ein Rückgang des Rapsanbaus bedeutet auch einen Rückgang des Nahrungsangebotes eben für die blütensuchenden Insekten. Insofern, ich denke mal, da ist schon etwas passiert in den letzten Jahren, dass auch die Imker froh wären, wenn es nochmal den einen oder anderen Hektar Raps dann mehr gäbe. Und Sie haben das Stichwort Zeigerpflanze gesagt. Wir sind nicht die einzige Kultur, die von diesem Rückgang der Wirkstoffgruppen betroffen sind.
Und ich denke mal, es sind weitere Aspekte, die zum Rückgang des Rapsanbaus geführt haben. Und da ist insbesondere auch die Witterung bei der Aussaat eben zu nennen. Da haben wir ganz schwierige 3 bis 4 Jahre hinter uns. Ja, da kommen wir auch noch später dazu. Ich habe jetzt auch hier zum Beispiel eine, weil wir gerade bei dem Raps und bei den Neonicotinoiden sind, eine Frage unserer Zuschauer an den Herrn Ellmann, ob das Verbot der Neonicotinoide die Völkerverluste über Winter vermindert hat. Also nach meinem Kenntnisstand nicht. Das muss man jetzt einfach nochmal in dem direkten Zusammenhang sehen. Aber ich kenne eine Statistik, da haben wir im unmittelbaren Jahr danach bedeutend weniger Winterverluste gehabt, aber die haben sich jetzt wieder nach oben entwickelt. Und hier ist auch die Imkerschaft gefragt, sich an neuen Bedingungen anzupassen, um die Auswinterungsverluste weiter zu verringern. Also Anpassung ist in allen Richtungen einfach gefragt. Mir ist aufgefallen, Herr Kramer, dass die Notfallzulassungen aus meiner Perspektive jetzt einfach zugenommen haben. Ist das eine Lösung, um Wirkstoffverlusten überhaupt entgegenzuwirken? Ist das der richtige Weg? Der Begriff Notfallzulassung drückt es aus. Diese Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel in begrenztem Umfang und in begrenzter Zeitdauer zulassen zu können, ist für Sondersituationen im Gemeinschaftsrecht vorgesehen. Das heißt, wenn keine anderen Bekämpfungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir werden sicherlich in mehr Fällen in diese Notfallzulassungen kommen müssen, wenn wir reguläre Wirkstoffverluste haben. Und um das nochmal deutlich zu machen, es ging mir mit meinem Einstieg nicht darum zu sagen, das ist kein Problem, sondern das, was ja auch dann Herr Harms und Frau Landschreiber gesagt haben, deutlich zu machen, man muss es sehr differenziert betrachten. Die Notfallzulassung wird mittlerweile in vielen Kulturen, das sind teilweise kleinere Kulturen, das heißt mit einem geringeren Anbauumfang, aber durchaus mit höherer Wertschöpfung eingesetzt. Aber wir haben auch gerade beim Raps in diesem Jahr in einer beachtlichen Dimension, das sind einige 100.000 Hektar, Notfallzulassungen im Fungizidbereich erteilt. Aber zurück, wir waren ja bei den Insektiziden, das ist sicherlich über die Kulturen der schwierigste Bereich, dass wir die Insektizidverluste bei verschiedenen Indikationen feststellen müssen und die folgende Resistenzproblematik, der Mangel an Anbauwürdigkeit, das sind Folgen, die wir mit den Notfallzulassungen versuchen können, temporär zu beheben oder abzumildern, aber es wird nicht die Lösung auf Dauer sein, sondern wir brauchen in der Tat in diesem Mix des integrierten Pflanzenschutzes alternative Methoden. Wir brauchen die Pflanzenzüchtung, aber wir brauchen auch weiterhin aktive Forschungs-, Entwicklungs- und Zulassungstätigkeit der Unternehmen, die Pflanzenschutzmittel entwickeln und vermarkten. Wir haben auch jetzt hier noch eine weitere Frage von den Zuschauern, warum die Beizung des Zuckerrüben-Saatgutes mit Neonicotinoiden schädlich für die Bienen ist. Kann jemand ganz kurz sagen, Herr Kramer, warum? Die Einschränkung von Neonicotinoiden in der Beizung seinerzeit auf Gewächshausanwendungen rührte in einer nicht hinreichenden Bewertbarkeit der Anwendung in der Zuckerrübe, und zwar natürlich nicht, weil die Zuckerrübe selbst nicht von der Biene besucht wird, in der Zuckerrübe und auch nicht in blühenden Folgekulturen, sondern nach Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, gab es Informationslücken, Kenntnislücken hinsichtlich einer möglichen Belastung von Wildbestäubern, insbesondere im Gutationswasser eines folgenden Getreides. Also das ist schon eine sehr lange Kette, die hier wirkte. Aber die Europäische Behörde und die Europäische Kommission waren der Auffassung, dass dieses Risiko nicht hinreichend abschätzbar ist. Und wenn ein Risiko nicht hinreichend abschätzbar ist, gilt nach dem Vorsorgegrundsatz, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht zugelassen oder ein Wirkstoff nicht genehmigt oder wenn genehmigt, dann zurück eine
Genehmigung zurückzufahren ist. Mhm. Ja, vielen Dank für die... Herr Harms, Sie haben noch etwas zu ergänzen? Zwei, drei Worte noch mal zu dem Thema CNIs in den Beizen und dem Verbot. Die Kollegen haben es ja angesprochen, dass hier eine EFSA-Bewertung stattgefunden hat. Ich möchte noch mal betonen, dass unsere Experten eigentlich die Anwendung als Beize sowohl in Raps und Rübe eigentlich nach wie vor als sicher betrachten. Der Herr Kramer hat es beschrieben, dass am Ende nicht jedes einzelne Risiko ausgeschlossen werden konnte. Aber ich denke, hier kommt ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch so ein bisschen zum Tragen, dass wir natürlich sehr stark hier die Risiken betrachten und versuchen, jedes einzelne kleinste Risiko auszuschließen. Und der Nutzen, der durch so eine Technologie oder durch diese Produkte eigentlich vorher bestanden hat, der wird natürlich dabei völlig ausgeblendet. Wenn wir natürlich sehen, was wir jetzt hier diskutieren, welche Konsequenzen der Wegfall hat und was das vielleicht auch für Konsequenzen auf den Naturhaushalt, vielleicht auf die Resistenzbildung auch hat, weil wir auf einmal dann mit weniger wirksamen oder vielleicht auch resistenzgefährdeten Produkten hier intensiv arbeiten müssen, dann steht das zum Teil sicherlich nicht in einem guten Verhältnis. Und das ist natürlich was hier auch viel besser vielleicht mal abgewogen werden muss, wenn wir zu solchen kontroversen Debatten kommen, weil das sicherlich nicht alles, was da am Ende jetzt das Ergebnis dieser Entscheidung war, Gold ist, was glänzt, denke ich. Es kann ja auch sein, dass sich diese Entscheidung im Laufe der Zeit wieder revidieren wird, vielleicht weil es auch einfach neue Erkenntnisse gibt. Wir haben momentan einfach das Thema, wir haben diese Beizung im nicht. Wir Neonicotinoide sind verboten. Und die Frage ist, wie kann die Landwirtschaft mit dieser Problematik einfach umgehen? Einer der Aspekte ist ja auch immer zu sagen, okay, wir brauchen eine erweiterte Fruchtfolge. Jetzt möchte ich Sie ganz gerne fragen, Frau Landschreiber, geht das so einfach? Kann man diese Probleme, den wachsenden Schädlingsdruck, dass man vielleicht auch mit Unkräutern nicht so gut umgehen kann, kann man das darüber alles lösen? Also sicherlich ist die Erweiterung der Fruchtfolge ein Handwerkszeug, aber es ist auch nicht die alleinige Lösung. Und jetzt zu sagen, Raps weiterzustellen, ist der richtige Weg. Allerdings brauche ich dann auch eine adäquate zweite Blattfrucht. So die Ackerbohne wäre dann geeignet, passt aber auch nicht auf jeden Standort, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich um eine Erweiterung der Fruchtfolge rede, muss ich auch immer hinzufügen, dass die Fruchtfolge dann natürlich auch regional und bodentypisch angepasst werden muss. Und sicherlich Erweiterung, Wechsel, Halm, Blattfrucht, Winterkultur, Sommerkultur, gerade für Ackerfuchsschwanzprobleme ist natürlich der Einbau der Sommerung das beste Mittel überhaupt. Und wenn man jetzt mal so in die Fruchtfolge reinguckt, dann muss man auch wieder im Komplex denken. Also wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt ganz, ganz praktisches Beispiel, was eben halt auch also häufig gemacht wird. Ich baue jetzt den Mais in die Fruchtfolge ein, um eben Ackerfuchsschwanz der Problematik Herr zu werden. Da muss ich auch weiterdenken und muss dann auch wirklich konsequent sagen, gut, dann darf ich aber auch kein Meisterpower beispielsweise einsetzen, weil ich dann mit diesem ALS-Hämmer noch weiter stärker selektiere auf Ackerfuchsschwanz. Also da muss man auch hier wieder im Komplex denken. Und also dieses Schlagwort Erweiterung der Fruchtfolge, ja, aber dann auch wirklich mit den nachgelagerten Handwerkzeugen an der Hand auch wirklich damit auch arbeiten. Und wenn ich jetzt mal so eine Beispielfruchtfolge sehe, wenn ich jetzt sage, gut, ich stelle den Raps weiter, dann wäre ja im Endeffekt der Raps quasi, würde dann stehen, dann würde meinetwegen der Weizen kommen, dann könnte ich eine Zwischenfrucht machen, die dann natürlich auch kruzifern- und leguminosenfrei ist. Dann die Ackerbohne bzw. den Hafer im Wechsel, weil auch hier zählt bei der Ackerbohne, dass ich die auch sehr weit stellen muss, 7-8 Jahre. Und dann kommt die Gerste und dann kommt wieder der Raps und der Weizen und so weiter. Und auch hier ist es so, dass ich dann, wenn ich eine Zwischenfrucht mache, natürlich dann auch drauf achten muss, keine Kruzifern, keine Leguminosen-Zwischenfrucht. Und auch hier brauche ich wieder Handwerkzeug, um die Zwischenfrucht auch sauber zu halten. Eine Zwischenfrucht, Beispiel 2018, wo wir die Trockenheit hatten, da haben viele Landwirte in Schleswig-Holstein eine Zwischenfrucht angebaut. Die sahen nicht gut aus, aufgrund des Ausfallrapses etc. Das heißt, auch hier Thema Feldhygiene etc., da fehlt den Landwirten auch so ein bisschen das Handwerkszeug, die Möglichkeiten, um gut gemeinte Ideen und
umzusetzen. Und das ist so, wo wir in diesem Konflikt stehen, dass viele Dinge ja gut gemeint sind, auch umgesetzt werden von den Landwirten. Ist ja nicht so, dass sie es nicht machen wollen, sondern sie sehen die Notwendigkeit. Dass aber im Gegenzug ihnen dann auch wieder die Hände gebunden sind, um auch diese Handwerkszeuge halt optimal auszunutzen. Ja. Mhm. Ja, das war schon sehr umfassend, was es für Möglichkeiten einfach gibt. Herr Ellmann, sind Sie damit zufrieden? Also hilft das wirklich den Bienen, wenn man die Fruchtfolgen so weit stellen? Können die Bienen so weit fliegen überhaupt? Also haben Sie genug Nahrung? Also wir müssen doch einmal unterscheiden, was wollen wir eigentlich. Wenn wir sagen Rapsfläche, meine neuesten Zahlen der UFOP sind, dass die Rapsanbaufläche wieder zunimmt. Wenn Sie jetzt sagen, der Raps ist so wichtig als Blattfrucht in der Fruchtfolge, dann wird der Landwirt schon gucken, dass er den auch einsetzen kann. Die Frage ist, wie weit sind wir in der Zucht und was kriegen wir raus? Wenn ein Raps ein genetisches Potenzial von 5 Tonnen pro Hektar hat und er bringt 3 Tonnen pro Hektar, dann gucke ich mir doch an, wo habe ich den Deckungsbeitrag. Und wenn der Deckungsbeitrag nicht optimal ist, dann nehme ich eine andere Frucht und reduziere die Rapsanbaufläche eventuell. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir die Rapserträge optimal verbessern wollen durch Bestellen von Bienenvölkern, dann brauchen wir 4 Bienenvölker für 1 Hektar Raps. Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern 250.000 Hektar Raps. Dann nehmen wir alle Bienenvölker aus Deutschland und stellen die dahin und dann haben wir eine Ertragssteigerung, die diesen Verlust eventuell wieder ausgleicht. Das ist aber sicherlich nicht das Ziel. Das Ziel ist doch, dass wir einen Rapsanbau haben, der betriebswirtschaftlich und ökologisch vernünftig darstellbar ist. Und hier müssen wir doch gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und natürlich brauchen wir die Fruchtfolge dahingehend, um den Schädlingsdruck zu reduzieren. Wahrscheinlich müssen wir auch gucken, wo kriegen wir Nützlingsstreifen hin? Welche Methoden gibt es noch? Wir sind auch in der Forschung und die Landwirte haben viele Handwerkzeuge in der Hand, die sie ja auch nutzen. Es muss sich für die Landwirte bloß rechnen. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir das vernünftig darstellen und dann ökonomisch auch tragbar machen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir den Rapsanbau auch wieder weiter steigern können. Man braucht jetzt nicht kommen und sagen, naja, den Bienen fehlt dann die Trachtpflanze und die verhungern dadurch. Wir haben immer noch einen ganzen Teil Raps in der Fläche, wenn ich mir auch wieder Mecklenburg-Vorpommern, weil ich daher bin, ich bin übrigens nicht mehr Landesvorsitzender, aber das nur am Rand, angucke, wir haben noch 160.000 Hektar Raps in Mecklenburg-Vorpommern. Das wird sich wahrscheinlich auch noch weiter reduzieren, weil eben der Schädlingsdruck da ist und so weiter. Aber wenn wir die Fruchtfolgen erweitern, dann kriegen wir die Schadinsekten doch etwas minimiert und wenn wir die Anbauflächen in der weiter aus den Flugdistanzen der Schadinsekten rauskriegen, dann kriegen wir doch das auch noch besser hin. Es gibt Leitlinien des UFOPs, wie man einen Rapsanbau wirtschaftlich vernünftig darstellen kann. Und wir müssen nicht immer nur darauf hoffen, dass wir irgendwelche chemischen Mittel nehmen zum Einsatz. Wir müssen auch gucken, welche ackerbaulichen Maßnahmen können wir unterstützend dazu bringen, die sich dann aber trotzdem ökologisch und ökonomisch dann auch tragen. Ja, zum Thema Rapsanbau, Herr Ahrens, das ist eigentlich Ihre Vorlage. Wie wird sich die Rapsfläche entwickeln? Wie sehen Sie das? Also Herr Ellmann hat ja unsere Erzeugerinformationen auch schon erwähnt. Vielen Dank dafür. Es ist in der Tat so, dass wir durchaus eine Entspannung der Situation sehen oder eine leichte Ausweitung der Rapsanbaufläche sehen für diese Ausfallperiode. Ganz einfach, weil auch in den vergangenen Wochen in einigen Regionen das Thema Trockenheit sich etwas entspannt hat. Das ist nicht überall entspannt, das ist nämlich auch ein weiterer Faktor, ob ausgesät wird oder nicht. Damit eben überhaupt vernünftige Erträge erwirtschaftet werden können, ist eine gute Jungpflanzenentwicklung halt sehr, sehr wichtig beim Raps. Insofern, wir sehen das so durchaus als realistisch, dass wir mal wieder in Richtung 1 Million Hektar kommen. Wir wissen, dass wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren weiter runterlagen, weil auch Landwirte eben in der Aussaatperiode, die ja beim Raps ja nun mal auch sehr, sehr eng ist, doch, ich sag mal, ihre Probleme hatten, entweder durch diese Nässe, die wir 2017 hatten, oder eben die beiden Trockenjahre 18. Insgesamt sehen wir als UFOP den Rapsanbau langfristig, ich sag mal so bis 2030, wieder auf eine Ebene von 1,2 Millionen Hektar sich zu stabilisieren. Das bedeutet, dass wir vielleicht auch, wie Herr Ellmann auch schon sagte, in Intensivanbauregionen den einen oder anderen Hektar noch durchaus verlieren werden, weil die Fruchtfolgen eben weitergestellt werden. Aber vielleicht wird er auch eben in einigen Regionen Einzug halten, wo jetzt über die Zuckerrübe, die auch ihre Wirtschaftlichkeit ab und an verloren hat,
da auch ein bisschen Mangel an Blattfrucht ist, um die Fruchtfolge entsprechend zu gestalten. Also, ich sehe schon, dass der Rapsanbau sich wieder stabilisieren wird, aber es werden weitere Fruchtfolgekomponenten hinzukommen, die auch dann bienenattraktiv sein werden. Das darf man nicht vergessen. Nicht nur der Raps ist eben attraktiv als Blühpflanze. Das ist ja eines der Grundproblematiken eben beim Nahrungsangebot der Bienen. Der Raps blüht eben nur eine gewisse Zahl an Wochen. Und wir müssen das restliche Angebot auch im Laufe des Restjahres noch irgendwo sichern. Mhm. Herr Harms, Sie wollten ja darauf antworten. Ich hätte auch noch mal einen Kommentar zum Thema erweiterte Fruchtfolgen zu geben. Ich denke auch, dass das sicherlich ein sehr sinnvoller Aspekt ist hier, gerade wenn wir auch an typische Fruchtfolgeerreger denken, bodenbürtige Erreger, dass wir da mit einer weiteren Fruchtfolge auf jeden Fall Vorteile erzielen können und auch im gewissen Rahmen dann chemische Pflanzenschutzmaßnahmen auch verringern können und auch Richtung Förderung von Bestäubern und Bienen kann das sicherlich hilfreich sein. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass natürlich die neuen Kulturen, die wir in die Fruchtfolge reinbringen, auch die werden befallen von Schädlingen und für die gilt natürlich das Thema Wirkstoffverluste im gleichen Maße. Also es ist natürlich so, wir dürfen uns ja jetzt nicht vorstellen, nur weil wir jetzt eine Ackerbohne in die Rotation reinbringen, dass die nicht befallen wird. Auch da gibt es klassischerweise Krankheiten, Schädlinge, die wir dann unter Umständen bekämpfen müssen und da kriegen wir dasselbe Problem. Mhm. Sehen Sie das auch so, Frau Landschreiber, dass wir da auch in den erweiterten Fruchtfolgen weitere Probleme bekommen? Ja, also dem kann ich durchaus zustimmen. Gerade in den Ackerbohnen sieht man das. Mit Steigen der Ackerbodenfläche haben auch die Schädlinge zugenommen. Ich sage mal, Blattrandkäfer, Ackerbodenkäfer, das ist die eine Sache. Aber was wirklich ein bisschen bedenklich stimmt, ist die Zunahme der Nanoviren, also Virusbefall in den Ackerbohnen aufgrund der Übertragung von Blattläusen. Das hat wirklich sehr, sehr stark zugenommen. Und was ich beim Raps noch mal gerne anmerken möchte, es wird immer von Deckungsbeitrag gesprochen. Das ist sicherlich richtig. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist die psychologische Komponente beim Landwirt. Ich merke das an der Beratung, dass wirklich Landwirte anrufen und sagen, ich fahre hier 6-7 Mal durch und ich habe trotzdem Schädlingsbefall, dass meine Erträge nach unten gehen. Die haben einfach keinen Bock mehr so richtig. Und ich sage mal so, wenn Ökoraps also einfach wäre, dann würden es viele machen. Und bei uns beschränkt sich die Fläche, wo jetzt wirklich Ökoraps steht, wirklich auf Küstenstandorte, wo der Wind letztendlich den Schädlingsdruck minimiert. Aber so Binnenstandorte, da kommt es eigentlich kaum in Frage. Und so diese psychologische Komponente beim Landwirt, was sich da im Kopf abspielt, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es sind wirklich einige Landwirte, die sagen, sie möchten den Raps nicht mehr, auch wenn es keine richtige Alternative gibt. Das ist auch so ein Phänomen. Aber die haben wirklich keinen Bock mehr drauf. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, der nicht ganz so zu unterschätzen ist. Also ja, Herr Ellmann. Frau Landschreiber, ich möchte nicht, dass Sie das falsch verstehen. Wir sehen schon, dass die Landwirte Probleme haben und wir sehen das auch, dass es differenzierter betrachtet werden muss. Und wir haben ja auch unterschiedliche Flächen. Sie in Schleswig-Holstein, wir in Mecklenburg-Vorpommern oder hier in Brandenburg haben große Bestände, woanders haben wir kleinflächige Bestände. Und das muss man sicherlich sich auch noch mal genauer angucken, was geht und was geht nicht. Aber ich glaube, wir haben auch sehr erfahrene Rapszüchter, die genau diese Probleme auch erkennen und auch gewisse resistente Sorten dann produzieren. Und vielleicht haben wir auch, ich sage jetzt mal in der Wissenschaft, das hat ja Herr Trams vorhin angedeutet, wir haben Lücken in der Wirkstoffentwicklung, in der Mechanismenaufklärung und damit in der neuen Wirkstoffentwicklung. Vielleicht hat man sich auf die Neonicotinoide auch zu sehr konzentriert und nicht damit gerechnet, dass die für den Raps mal rausfallen. Diese Lücke muss geschlossen werden. Wir müssen da effektiver werden. Aber ich bin kein Freund davon, dass man immer sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das wissen wir alle, was nicht geht. Wir müssen überlegen, was geht. Und vielleicht das, was wir vorhin sagten, dass die Fruchtfolgen ein Ansatz wären, dass der integrierte Pflanzenschutz viel mehr in Betracht gezogen wird, ein Ansatz, dass wir die Zucht mit reinnehmen und so weiter. Da sind also viele Komponenten, die da reinspielen, die den Raps auch wieder attraktiv machen können. Und auch, und da gebe ich Ihnen recht, Herr Trams, wenn wir andere Kulturen reinbringen, brauchen wir auch einen Markt davon. Die anderen Kulturen müssen auch absatzfähig sein.
sein. Und wenn wir beim Raps wieder sind und sagen, wir nutzen die Presskuchen zum Beispiel als Eiweißversorgung für die Tiernahrung, dann könnten wir vielleicht auf Sojaimporte verzichten und. Das müssen wir mal insgesamt dann auch aufdröseln und gucken, welche Vorteile hat das und nicht nur die Nachteile sehen, sondern welche Vorteile. Trotzdem bleibe ich dabei, es ist nicht einzusehen, dass eine Pflanze vielleicht 5 Tonnen genetisches Potenzial hat und nur 3 Tonnen geerntet werden und wir dann mehrfach darüber fahren müssen, um da halbwegs Erträge zu haben. Und deshalb sagen wir ja als Imkerbund auch immer, Pflanzenschutz, soweit er notwendig ist, nachhaltig ist, Bienenschutz ist wichtig, aber der Produktschutz ist eben auch wichtig. Herr Kramer, Sie wollten auch dazu. Ja, vielen Dank. Ich würde es gerne noch mal aufgreifen, was Herr Ellmann gerade gesagt hat. Der Raps ist ja ein Paradebeispiel für die Leistungsfähigkeit der Pflanzenzüchtung. Es ist ja nicht einfach so mal der Raps in seine Anbaufläche gewachsen vor etwa 20 Jahren, sondern man hat geeignete Sorten, die in die Lebensmittelerzeugung gehen konnten, die Doppel-Null-Sorten, den Begriff nennt man heute gar nicht mehr, weil alle Sorten das sind, gezüchtet, die aber dann natürlich zu einer Ausdehnung des Anbaus und damit zu einem erhöhten Schädlingsdruck geführt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in der Pflanzenzüchtung die Instrumente finden, die Reaktion der Pflanze, die Resilienz der Pflanze auf Schädlingsbefall, insbesondere wenn es eben um Schädlinge geht, nicht bei den Krankheiten, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber bei den Schädlingen durchaus geeignet sein kann, hier einen Ansatz zu finden. Wir haben mit der Bekämpfung der Rhizomania in der Zuckerrübe die Züchtung toleranter Sorten vorangebracht. Das hat das BML seinerzeit unterstützt. Jetzt gibt es ein Projekt, wir haben das Beispiel Rübe ja vorhin genannt, wo wir durch den Wegfall der neonicotinoiden Weizen eben auch eine Bekämpfungslücke der Vektoren haben. Dann gibt es eben auch andere Wege, die man gehen muss. Züchtung dauert momentan noch lange. Noch zu lange. Wir brauchen moderne, schnelle Züchtungsmethoden. Wir werden aber immer eine gewisse Übergangsphase haben, in der wir reagieren müssen durch Änderung der Anbauverhältnisse. Pflanzenbaulich, agronomisch, glaube ich, hat Frau Landschreiber das so ideal dargestellt. Die Kenntnisse sind ja auch nicht neu. Wir müssen natürlich unter den gegebenen Bedingungen, die auch Herr Ellmann in Erinnerung gerufen hat, dass natürlich unterm Strich für den Landwirt etwas herauskommen muss. Und das psychische oder psychologische Element ist ja nicht nur so, ich habe keinen Bock mehr, sondern Pflanzenerzeugung ist wie die gesamte Landwirtschaft ein hochprofessionelles Geschäft. Ich kann auch nicht von heute auf morgen meine Erzeugung einfach umstellen und sagen, jetzt mache ich mal in Kartoffel, wenn ich nie eine Kartoffel angebaut habe, selbst wenn das auf meiner Fläche gehen würde. Also diese Flexibilität, die Notwendigkeit, Know-how aufzubauen, Technisierung, Mechanisierung, die in Folge notwendig ist, das sind ja alles Faktoren, die man betrachten muss. Und ich glaube, da ist auch die Landwirtschaftsministerin mit der Ackerbaustrategie, die ja jetzt in der öffentlichen Konsultation steht, auf einem richtigen Weg, wo es eben um eine breite Betrachtung geht. Und auch das möchte ich hier nochmal aufgreifen von Herrn Ellmann, unterm Strich muss sich auch Landwirtschaft lohnen, müssen Betriebe davon leben können. Sonst brauchen wir keine weiteren Anstrengungen zu machen, sonst kommen wir irgendwann in Brachflächen, die wir alle nicht nur nicht haben wollen, sondern die wir uns auch gar nicht leisten können vor der Notwendigkeit der Versorgung der Bevölkerung. Ja, Landwirtschaft muss sich natürlich lohnen, aber wir haben momentan einfach ganz klare Probleme. Wir waren vorhin auch gerade bei dem Thema Anbauwürdigkeit. Es muss sich ökonomisch natürlich auch für die Landwirte lohnen. Herr Ahrens, die Anbauwürdigkeit, gerade jetzt mal vom Raps, die sinkt natürlich auch. Und die Wirkstoffverluste sind sicherlich nicht der einzige Grund. Sie nannten vorhin das Klima, aber natürlich auch, sage ich jetzt mal, die weltweite Preisentwicklung ist da auch ein Thema. Aber wenn die Landwirte jetzt vielleicht keine Lust mehr haben, Raps anzubauen und auch gleichzeitig noch die Anbauwürdigkeit irgendwie aus ihrer ökonomischen Perspektive sinkt, steht das nicht einfach der Erweiterung einer Fruchtfolge entgegen? Also ich glaube, man muss auch jetzt, was die Auswirkungen auf den Rapsanbau oder die Anbauwürdigkeit, da muss man auch mal ein bisschen relativieren. Ich glaube, unter den schwierigen Voraussetzungen, die wir in den letzten 3, 4 Aussaatperioden hatten, ist eine Anbaufläche von 950
950, 970. Die Experten sind sich im Moment ja gar nicht so richtig einig, wie viel da draußen überhaupt gleich bald zur Ernte anstehen oder gerade zur Ernte anstehen. Ich glaube, das ist schon ein deutliches Zeichen, dass die Landwirte den Raps durchaus als Fruchtfolgeglied brauchen und auch weiterhin auf den Raps bauen. Sie sind, nochmal, das ist vor dem Hintergrund all dieser Schwierigkeiten, die wir hier beschrieben haben. Frau Landschreiber hat auch diesen Unmut beschrieben. Das ist natürlich der ja absolut verständlich ist. Wenn Sie früher eine Saatgutbeizung an Insektizide zur Verfügung hatten und damit das Thema Insektizider-Schutz weitgehend erledigt war und heute eben 3-4 Arbeitsanwendungen vornehmen müssen, dann passt das auch nicht in jeden Betrieb mehr hinein. Insbesondere kleinere Betriebe kommen da an die Grenze einfach ihrer Arbeitswirtschaftlichkeit. Und insofern, ja, natürlich gibt es Begrenzungen. Natürlich gibt es da auch, ich sag mal, Grenze der Wettbewerbsfähigkeit. Aber ich glaube, da steht der Raps gar nicht so schlecht da. Man muss doch insgesamt mal sehen, dass in den vergangenen Jahren jetzt mal ein bisschen politischer der Blick mal geweitet, der Ackerbau viel zu wenig auch im Fokus stand einer strategischen Ausrichtung der Agrarpolitik. Und insofern kann ich das natürlich absolut begrüßen, dass jetzt die Bundesregierung diese Ackerbaustrategie da in den Fokus genommen hat. Und da müssen wir auch strategische Ansätze hineinbringen. Zum Beispiel, wie wollen wir dann die Forschung vorantreiben, eben Insektizide Bekämpfung. Wir müssen da vielleicht auch zu neuen Methoden der Bekämpfung kommen. Und da ist eben das Stichwort auch neue Züchtungstechnologien gefallen. Das macht mir dann allerdings dann auch schon wieder Sorge, wie das gerade aktuell in Frankreich, in Brüssel diskutiert wird, dass gewisse Züchtungstechnologien, neue Züchtungstechnologien dann schon wieder als Gentechnik einsortiert werden sollen und dann möglicherweise gar nicht in die Anwendung kommen oder gewisse Dinge schon wieder verboten werden sollen, einreglementiert werden sollen. Das hindert natürlich ein Vorankommen und das hindert uns natürlich auch daran, dass da mal das Züchtungspotenzial, was im Raps durchaus vorhanden ist, auch dann vollständig in der Landwirtschaft auszunutzen. Mhm. Ja, das Stichwort Züchtung fiel ja jetzt schon mehrere Male, hat auch Herr Kramer erwähnt. Vielleicht eine ganz kurze Frage an Sie, Herr Kramer. Der Ruf nach mehr Züchtung, werden neue Züchtungsmethoden demnächst zugelassen? Was ist so Ihr Gefühl, wenn Sie über den Tellerrand Deutschland hinaus gucken? Ganz kurz. Ganz kurz, ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ja, neue Züchtungsmethoden, Verfahren werden angewendet, auch heute schon. Auch die Züchtungserfolge, die wir heute haben, sind weit überwiegend ohne gentechnische Methoden gelaufen. Die Frage zielt natürlich auf CRISPR-Cas. CRISPR-Cas ist durch das Europäische Gericht eingestuft worden als dem Gentechnikrecht unterliegend, als gentechnisches Verfahren. Und damit sind die von Herrn Arendt genannten Schwierigkeiten liegen auf dem Tisch. Die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Union, Kommission und Mitgliedstaaten diskutieren derzeit, wie man mittelfristig damit umgeht, ob man eine Rechtsänderung betreibt oder nicht, wie diese Verfahren zu bewerten sind. Dieser Prozess läuft. Die Fachleute, auch aus Deutschland, beteiligen sich an der Diskussion. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens und dieses Prozesses, wir müssen die Züchtungsforschung dahingehend unterstützen, dass wir Züchtungsfortschritt beschleunigen. Wenn wir weniger Pflanzenschutzmittel haben, wenn wir mehr Resistenzen bekommen, dann muss die Pflanzenzüchtung uns Reaktionsmöglichkeiten geben, die Pflanzen resilient oder möglichst resistent zu machen und zu halten. Mhm. Herr Harms, Sie wollen ganz kurz, also wir wollen jetzt nicht nur, dass das Züchtungs- und CRISPR-Cas-Thema haben, aber wollten Sie da kurz sagen? Ich wollte nochmal auf einen Kommentar von Herrn Ellmanns zurückkommen, ja, wo er sagte, ja, wir brauchen Pflanzenschutzmittel auch da, wo es notwendig ist und wo wir dann am Ende ja mit den agronomischen Methoden und Verfahren irgendwo an die Grenze stoßen. Und in dem Zusammenhang, weil wir natürlich ja hier auch über das Thema Wirkstoffverlust und wie können wir das Ganze aufhalten sprechen, wollte ich auch nochmal natürlich ganz gerne das Thema Zulassungssituation ansprechen, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Puzzle ist. Wir sehen, wir verlieren durch die Zulassungskriterien wichtige Wirkstoffe. Und natürlich ist die Industrie und wir natürlich intensiv dabei, auch dann zu versuchen, neue Innovationen und neue Wirkstoffe hier zu entwickeln. Aber wir sehen natürlich jetzt gerade auch dann, dass wir im Zulassungsverfahren
Schwierigkeiten haben. Wir haben hier Verzögerung des Zulassungsverfahrens. Und was natürlich für uns in Deutschland eine große Rolle spielt, sind natürlich hier dann nationale Sonderauflagen, Sonderforderungen, die vor allen Dingen im Umweltbereich dann im Zulassungsprozess an uns gestellt werden, die relativ schwierig zum Teil zu kalkulieren sind, vorhersagbar sind. Und das macht das Ganze natürlich schwierig und ist auch eine Bremse für Innovation. Und es gibt eine Vielzahl an Produkten, die also in den europäischen Nachbarländern zugelassen sind, die in Deutschland nicht zur Zulassung gebracht werden können, aufgrund dieser zusätzlichen Sonderanforderungen, denen wir hier gegenüberstehen. Alleine bei uns aus dem Haus kann ich mal drei Beispiele nennen. Movento zum Beispiel, ein Insektizid für Hopfen- und Obstbau, was wir gerne zulassen würden. Genauso geht es mit dem Sivanto, was auch für den Ackerbau eine Rolle spielen könnte. Und auch für die Rübe ein interessantes Produkt, ein Herbizid, das Conviso One. Das ist also auch rund um uns zugelassen, beispielsweise in Polen, in Österreich, in den Niederlanden sind die Produkte zugelassen. Und da fragt man sich natürlich, warum wir dann nicht in der Lage sind, diese Produkte unserer Praxis hier zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, der bei dieser ganzen Diskussion eine Rolle spielen muss. Sicherlich auch. Wo erwarten Sie denn als Industrie einfach die meisten Probleme in der Zulassung? Nur bei den Insektiziden oder ganz grundsätzlich? Wir haben natürlich relativ hohe Anforderungen oder Probleme bei den Insektiziden, das ist ganz klar. Aber wir sehen es auch mittlerweile bei den Herbiziden, gerade was Gewässerschutz angeht. Da sind die Auflagen also auch durch spezielle Anforderungen, die das UBA hier und Sicherheitsfaktoren, die das UBA anwendet, eben deutlich unterschiedlich zu dem, was wir in den Nachbarländern so sehen. Und wir sollten eigentlich hier, denke ich, im Rahmen von der europäischen Zulassung eine deutlich bessere Harmonisierung haben, dass eben letzten Endes hier Produkte, die Kollegen dann in den Nachbarländern zur Verfügung haben, auch für den deutschen Markt zur Verfügung steht. Harmonisierung, Herr Kramer, das ist Ihr Stichwort. Mehr EU-Harmonisierung. Sie bleibt auf der Strecke, hat man so das Gefühl ein wenig. Wie ist Ihre Perspektive? Wird es jetzt schwieriger, Pflanzenschutzmittel zuzulassen oder einfacher? Wir bleiben natürlich nicht auf der Strecke. Wir sind sehr aktiv darin und unterstützen auch das Landwirtschaftsministerium im Bemühen, die europäische Harmonisierung voranzutreiben. Das heißt, wir haben einen einheitlichen Rechtsrahmen, der derzeit im Übrigen nicht nur in Deutschland etwas uneinheitlich ausgelegt wird. Gerade die Beispiele, die Herr Harms nannte mit der zonalen Zulassung, dass in bestimmten Mitgliedstaaten, da gehören wir manchmal auch dazu, die Bewertungsbehörden der Auffassung sind, dass andere Bewertungsbehörden vielleicht die Arbeit nicht ganz so perfekt beherrschen, wie man selbst das tut. Dieses Phänomen haben wir. Wir haben hier einen ganz klaren Rechtsrahmen, der auch gerichtlich bestätigt wurde. Die Zulassungen in anderen Mitgliedstaaten der Zone, wir sind in der mittleren Zone in der EU, sind bindend. Der Mitgliedstaat, der Folgezulassungen zu bewerten und auszusprechen hat, hat einen sehr engen Spielraum. Dessen sind wir uns auch bewusst. Da sind wir natürlich immer in einem Diskussionsprozess, auch in einem manchmal streitigen, kritischen Diskussionsprozess mit den Bewertungsbehörden. Das betrifft manchmal Gesundheitsfragen, das betrifft gelegentlich Umweltfragen. Das ist nicht nur einseitig, das können auch Fragen der Wirksamkeit sein, die von unseren Bewertungsbehörden dann angezweifelt werden. Also hier sind wir dabei, das System intern mehr zu harmonisieren, aber richtig ist auch, wir brauchen sowohl bei den Bewertungsmethoden, bei den Verfahren, als auch bei den Leitlinien brauchen wir eine stärkere Harmonisierung. Das Beispiel, der Ihnen allen bekannt, die Biodiversitätsauflagen, die das Umweltbundesamt entwickelt hat, die auch daran gescheitert sind, dass es auf europäischer Ebene keine von der Behörde, von der EFSA anerkannte harmonisierte Methode gibt. Das bedeutet, solange wir kein harmonisiertes Vorgehen haben und wir sind vom BVL hier in den einschlägigen Gremien unserer Zone, da gibt es ein zonales Gremium, aber auch natürlich auf gesamteuropäischer Ebene, nicht zuletzt eben im zuständigen SCOPAF in Brüssel dabei und gegenüber der EFSA eben diese Methoden
Vereinheitlichung, Harmonisierung voranzubringen. Und Sie erlauben mir, dass ich noch eine Ergänzung mache. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit meinen Kollegen, den Präsidenten des UBA, des BFR, JKI. Wir wollen gemeinsam stärker auf Brüssel zugehen, einwirken, dass diese Harmonisierung, die wir dringend brauchen, weil sie nicht nur gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft, sondern weil sie auch notwendig ist, ein gleichwertiges Schutzniveau in der EU sicherzustellen, dass wir diese stärker voranbringen. Letzter Satz, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn die Europäische Kommission jetzt in ihrem Bericht mitgeteilt hat, dass sie an dem eigentlichen Rechtsrahmen der geltenden Grundverordnung 1107 aus 2009 nichts ändern möchte, müssen wir und werden wir gucken, wie wir in dem jetzigen Rechtsrahmen bessere Lösungen, harmonisiertere Lösungen finden. Mhm. Aber wir merken einfach, es braucht immer alles viel Zeit. Zulassung braucht Zeit, Harmonisierung braucht Zeit, Züchtung braucht Zeit. Die Landwirte haben aber jetzt einfach ein Problem. Mhm. Und für mich ist einfach so die Frage, wie kann man jetzt mal so ganz praktisch einfach mit dem Thema Resistenzmanagement umgehen, dass die wirtschaftlichen Erträge stimmen, dass die Fruchtfolgen erweitert werden, weitergestellt werden müssen, vielleicht aber auch können und auch gleichzeitig sozusagen gesellschaftliche Ansprüche an weniger Pflanzenschutzmittelausbringung unter einen Hut gebracht werden. Was ist eigentlich machbar? Frau Landschreiber, mal aus Ihrer ganz praktischen Perspektive, wie bringt man das unter einen Hut und was ist für die Landwirte jetzt überhaupt machbar? Also ich persönlich bin der Meinung, dass der integrierte Pflanzenschutz stärker gelebt werden muss. Also gerade im Schädlingsbereich, im Raps, haben wir die Möglichkeit der Gelbschale. Und wenn man mal offenen Auges im Herbst durch die Lande geht, also man findet welche, ja, aber es wäre besser, wenn dort wirklich noch mehr Gelbschalen stehen würden. Und es reicht nicht, dann den Berater anzurufen und zu fragen, soll ich jetzt Raps-Erdfluss spritzen? Das kann der Berater vielleicht von seiner eigenen Gelbschale aus entscheiden, aber nicht für die jeweilige Fläche, die dort draußen liegt. Und das wünsche ich mir schon so ein bisschen von den Landwirten, dass dieses Instrument stärker genutzt wird, weil ich wirklich den Zuflug über die Gelbschale feststellen kann und dann eben auch gezielt agieren kann. Ansonsten, die Erweiterung der Fruchtfolge, das ist angesprochen worden. Und letztendlich ist es wirklich der Mangel an einer gleichwertigen Alternative, die den Raps quasi über die Zeit gerettet hat, dass er noch in dieser Anbaubedeutung ist. Wenn ich das in Schleswig-Holstein sehe, 2016 hatten wir über 100.000 Hektar, 2019 waren es bummelig 64.000 Hektar. Also man sieht den Rückgang und man kann wirklich froh sein, dass es nicht noch weiter zurückgegangen ist, weil der Vorfruchtwert, der ist unbeschrieben, der ist top und eben auch, wir brauchen den Raps auch aus touristischen Gesichtspunkten. Und ich wünsche mir auch so ein bisschen, dass wirklich die Mittel, die wir haben, dass die gezielter genutzt werden. Und es reicht nicht, dort eine App zu haben und zu sagen, irgendwo fliegt jetzt der Schädling, sondern ich muss es für meine eigene Fläche wissen. Weil gerade Schädlingszuflug ist wirklich regional, schlagspezifisch und da fehlen auch noch so ein bisschen die Kenntnisse. Warum wird der eine Schlag stärker beflogen, obwohl zwei Schläge nebeneinander liegen? Und da ist noch auch so ein bisschen Forschungsarbeit notwendig und deswegen kann ich nur an die Landwirte appellieren, die Gelbschalen zu nutzen und dann auch wirklich gezielt zu behandeln und nicht zu spritzen, wenn der Nachbar mit der Spritze durchs Dorf fährt. Okay, Gelbschalen ist jetzt die eine Variante. Wir haben ja auch gesagt, Erweiterung der Fruchtfolge. Es geht ja auch in ganz bestimmte Kulturen rein, die momentan ja auch eher Nischen sind. Ist das eine Lösung für Landwirte, sich mehr die Nischen zu suchen? Ja, man muss natürlich immer gucken, wo ist der Absatz da. Also gerade bei uns in Schleswig-Holstein hat sich die letzten Jahre in puncto Ackerboden sehr viel getan. Also das war ja auch immer eine Nischenkultur, wo immer gesagt wurde, ja, wenn ich die Ackerbohne anbaue, habe ich keinen Abnehmer. Das hat sich hier die letzten Jahre geändert. Also da ist wirklich vom Handel sehr, sehr viel passiert. Dann anderen, also Hafer hat sich gerade in diesem Jahr auch sehr viel getan, dass wirklich Handelshäuser auf die Mühlen zugegangen sind und eine Kooperation gebildet haben, dass eben dort auch der Haferabsatz garantiert ist. Also das ist schon eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es muss auch wirklich immer der Absatz da sein und der Landwirt muss auch muss auch ein Ziel haben, wofür er das anbaut. Also allein blühende Landschaften, davon wird er nicht satt, sondern es ist letztendlich, es ist ein,
ja, das Ziel ist wirklich dann auch die Familie zu ernähren, den Betrieb zu erhalten, was im Übrigen bei der Imkerei genauso ist. Betriebsimker haben auch oder Berufsimker haben auch das Ziel, wirtschaftlich zu überleben. Also das geht einher. Und deswegen ist es wirklich wichtig, da auch eine Gemeinschaft zu bilden. Und Imker und Landwirte können auch durchaus miteinander reden. Und im Kleinen funktioniert das auch sehr gut. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele positive Beispiele. Und meines Erachtens wird das nur nicht genug positiv dargestellt. Und sondern die beiden werden immer so als Gegner präsentiert. Und eigentlich ist es das nicht. Und da wünsche ich mir auch wirklich mehr Kommunikation, mehr positives Darstellen der einzelnen Parteien und wirklich auf das bauen, was man hat. Und nicht immer zu gucken, was wir nicht haben, sondern einfach das Positive mal in den Raum stellen. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, der Herr Ellmann nickt hier einfach ganz, stimmt Ihnen also voll zu, auch dass Berufsimker natürlich wirtschaftlich arbeiten müssen und dass noch mehr Dialog auch einfach gewünscht ist, denke ich mal, auch von beiden Seiten. Wir haben jetzt auch, Sie haben auch die Nischen, die verschiedenen Kulturen angesprochen, Herr Harms, jetzt wollte ich Sie noch mal fragen. Es geht ja auch um Forschung und Entwicklung seitens der Industrie. Man hat so den Eindruck, dass der Fokus hauptsächlich auf diesen weltweit großen Kulturen Reis, Soja, Mais liegt. Dass vielleicht manchmal solche diese kleinen Kulturen, die vielleicht sag mal so hier für Europa wichtig sind, nicht so im Fokus stehen. Stimmt das? Das sehe ich. Und wenn nein, ja, nein, also das würde ich verneinen. Natürlich gibt es, wird natürlich geguckt, okay, wo sind die großen Märkte und Wirkstoffe, die in große Märkte passen, die werden natürlich auch für die großen Märkte entwickelt. Das ist natürlich klar. Aber gerade wenn wir jetzt über Kulturen sprechen, die für uns auch in Deutschland wichtig sind, wie Raps oder wie Rübe, das steht für uns ganz klar auch auf der Agenda. Mhm. Und dann guckt man natürlich weiter, inwieweit passt ein Wirkstoff mit seinem Profil dann auch vielleicht in andere Kulturen rein. Und gut, auch wir sind natürlich irgendwo wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Und wenn Sie sich angucken, was eine Entwicklung dann von einem neuen Wirkstoff kostet, dann müssen Sie auch sehen, dass Sie das natürlich auch irgendwo einspielen. Und von daher ist da natürlich klar, gibt es da irgendwo eine gewisse Abfolge. Aber wir sind auch immer nach wie vor dabei, beispielsweise Produkte für den Sonderkulturbereich zu entwickeln, für den Obstbau, für den Weinbau. Das sind ja jetzt flächenmäßig doch deutlich kleinere Kulturen, wie das, was wir im Ackerbau hier diskutieren. Und das ist nach wie vor für uns auf der Agenda. Also da fühlen wir uns auf jeden Fall verpflichtet, auch nach wie vor Innovationen zu liefern, wenn man uns lässt. Wunderbar, dann sind Sie im Wort und natürlich auch der Herr Kramer, die dann auch Wohlwollen zuzulassen, wenn die Rahmenbedingungen auch einfach stimmen. Ich möchte noch mal ganz kurz, wir kommen jetzt schon fast zum Ende der Sendung leider, wir sind jetzt so intensiv am Diskutieren, aber Herr Arends, Sie haben noch mal ein Stichwort reingebracht, also integrierter Pflanzenbau natürlich, da nicken eigentlich alle Beteiligten hier, aber ist es auch sinnvoll, eben mit Blick auf Bienenschutz, auf blühende Flächen, auf mehr Biodiversität, haben Sie das Stichwort überbetriebliche Kooperation reingebracht in unserem Vorgespräch. Was verstehen Sie darunter ganz kurz und wie soll das aussehen? Das gehört zu dem Stichwort alternative Bekämpfungsmöglichkeiten. Ich glaube, da müssen wir unseren Blick noch ganz in ganz andere Bereiche hineinwenden, als wir es bis jetzt gewöhnt sind. Das, was Sie angesprochen haben, ist eine Anregung, die im vergangenen Jahr aus dem Internationalen Rapskongress hier in Berlin, wo 850 Teilnehmer aus der ganzen Welt zum Thema Raps zusammengekommen sind, wo das aufgekommen ist, wo man sich jetzt mal angeschaut hat, es geht darum, die Schädlingspopulation, also auch die Schädlingsentwicklung in ihre Populationsentwicklung mal in den Blick zu nehmen und die Frage zu stellen, alternativ zum chemischen zur Insektenbekämpfung, welche Möglichkeiten bestehen dort? Und dort war eine These, die wir zurzeit tatsächlich auch mit einer Studie mal untersuchen, den Rapsanbau in der Verbreitungsregion eines Schädlings tatsächlich mal für ein Jahr auszusetzen. Und das ist das, was Sie meinten mit diesen überbetrieblichen Kooperationen. Dann muss man natürlich auch unter den Landwirten vielleicht einmal zusammenarbeiten in einem Kreis von mehreren Kilometern Umkreis und sich vielleicht auch ein bisschen abstimmen. Und das, was wir jetzt nach einem Jahr, wirklich nach einem Jahr mal sehen können, ist es schon eine sehr interessante Entwicklung, dass tatsächlich die Population zurückgegangen ist, wenn in einem Jahr mal es geschafft wurde, dass in einem gewissen Umkreis keine Kruziferen, und das muss man immer in der Gesamtheit sehen, angebaut worden sind. Aber ich möchte noch, deswegen, weil ich jetzt gerade kameramäßig nicht zugeschaltet bin, ich hätte eben bei Frau Landschreiber sehr heftig auch genickt, weil wir müssen mit den wenigen
Wirkstoffen und Pflanzenschutzmitteln, die uns noch zur Verfügung stehen, wirklich sehr, sehr sorgsam mit umgehen. Das heißt also, Gelbschalenanwendung, aber auch, Stichwort Digitalisierung, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, Prognosemodelle, Satellitenüberwachung. Da werden wir neue Technologien auch bekommen, aber der Ackerbau muss sich das auch leisten können. Und deswegen sehe ich schon Ihre Bewegung, die Zeit läuft davon. Also nochmal, der Ackerbau muss auch auf die Wirtschaftlichkeit schauen, damit auch neue Technologien dort Einzug halten können. Mhm, Dankeschön. Herr Kramer, noch ganz kurz. Ganz kurz. Das ist genau ein zentraler Punkt, den das Landwirtschaftsministerium ja auch schon sozusagen im Vorgriff auf die Ackerbaustrategie aufgegriffen hat. Es läuft derzeit ein Projekt, in dem die vorhandenen Prognosemodelle und Schadschwellenmodelle überarbeitet, aktualisiert werden, weil sich die Biologie, weil sich die Technik geändert hat. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn wir einen noch gezielteren Pflanzenschutz haben wollen. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Aspekte diskutiert und wir sind eigentlich immer noch nicht am Ende. Wir merken einfach, oder ich merke, wir haben sehr viele Themen noch offen. Resistenzmanagement, Erträge, erweiterte Fruchtfolgen, die Wirkstoffe, wie ein Zuschauer anmerkt, fallen nicht vom Himmel, neue Sorten auch nicht. Da besteht der Wunsch, neue bewährte Wirkstoffe nicht zu schnell zu opfern, bevor man adäquate Alternativen hat. Also auch die Landwirte brauchen Zeit. Nicht nur das BVL, die Zulassungsbehörden brauchen Zeit oder die Industrie braucht Zeit, um bestimmte Dinge einfach zu entwickeln, um ja Instrumente zur Verfügung zu stellen. Und natürlich müssen sich auch die Bienen, glaube ich, anpassen an die verschiedenen Fruchtarten. Ja, aber wir brauchen auch vermarktungsfähige Produkte. Und wenn ein Honig nicht in den Markt gebracht werden kann, dann funktioniert das nicht. Also müssen wir bei allem eine Risikobewertung machen, wir müssen Zielkonflikte auflesen und müssen dann sagen, geht oder geht nicht. Und es nutzt uns nicht, nur gelbe Blüten zu haben, um dann Pollen zu haben für die Frühjahrsentwicklung. Wir wollen auch das, was wir ernten, vermarkten können. Und der Lebensmitteleinzelhandel ist sehr konsequent und die Verbraucher sind auch sehr konsequent. Und da haben wir Imker eine große Anstrengung zu leisten. Und unsere Berufskollegen, die leben davon, klar, aber wir Freizeitimker wollen natürlich unseren Honig auch vermarkten können, das ist ganz klar. Und wenn wir überlegen, dass wir 70% des konsumierten Honigs importieren, dann ist ja die Qualität des deutschen Honigs umso wichtiger, dass wir dann sagen können, wir haben hier ein vernünftiges Produkt, was wir in den Markt bringen. Verkaufen, vermarkten will jetzt einfach auch natürlich jeder. Das müssen die Landwirte, die Imker selbstverständlich auch die Industrie. Nur Herr Kramer, Sie müssen nicht verkaufen. Das ist Ihr Vorteil. Ja, wir sind jetzt nahezu am Ende unserer Sendung. Ich möchte aber ganz kurz eine Abschlussfrage an jeden von Ihnen einzeln stellen, weil wir haben ja gesehen, wir brauchen ein großes Instrumentarium und jeder hat hier ganz verschiedene Perspektiven und auch ganz verschiedene Stellschrauben. Herr Ellmann, an welcher Stellschraube möchten Sie drehen, um ganz konkret zur Lösung der Probleme der Landwirtschaft beizutragen? Ich möchte, dass wir Pflanzenschutzmittel so einsetzen, dass wir vermarktungsfähige Produkte erzeugen. Das heißt, Pflanzenschutz ist notwendig, um die Pflanzen zu erhalten, gesund zu erhalten, Erträge zu haben, dass wir integrierten Pflanzenschutz und Fruchtfolgen und so weiter berücksichtigen und dass wir im Gespräch gemeinsam, was wir ja mit Ihnen ja zusammen auch in Grambo gemacht haben, Frau Landschreiber, aber insgesamt dann auch weiter den Dialog mit den Landwirten führen, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Mhm. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam ein Produkte erzeugen, die vermarktungsfähig sind. Mhm. Herr Ahrens, können Sie das für sich ganz kurz, noch vielleicht ein bisschen kürzer als der Herr Ellmann sagen, was für Sie die wichtigsten Stellschrauben sind, an der die UFOP drehen möchte? Wir möchten zur Erweiterung der Fruchtfolge weiterhin beitragen. Und zwar nicht nur eben durch eine Ausweitung des Rapsanbaus oder auch mit einer Stabilisierung des Rapsanbaus, sondern ich glaube, dass die Leguminosen aufgrund verstärkter Verbrauchernachfrage, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, eben auch verstärkt hier Erbsen, Ackerbodenprodukte konsumieren möchten. Und deswegen gibt es da Märkte für die Landwirte und deswegen ganz klar, Fruchtfolgeerweiterung wird nicht das eine, aber ein zentrales Element sein. Mhm. Frau Landschreiber, an welcher Stellschraube möchten Sie als erstes drehen, um den Landwirten es leichter zu machen? Also ich wünsche mir für die Landwirte Werkzeuge aus verschiedenen Baukästen, dass sie Freude an ihrem Job haben, dass sie auch eine Perspektive haben und dass wirklich dann der Landwirt ganz
entspannt sagen kann, hier mein Sohn, meine Tochter, hier ist mein Betrieb, du kannst ihn gerne weiterführen. Und dass auch die Kinder und die Enkel wirklich noch eine Perspektive in Deutschland haben, entspannt und wirklich zielgerichtet Landwirtschaft durchzuführen. Das wünsche ich mir eigentlich. Herr Dr. Harms. Ja, wir möchten gerne sicherlich den Wunsch der Frau Landscheib unterstützen und entsprechend Produkte auch entwickeln und der Praxis zur Verfügung stellen, sei es chemische, biologische Pflanzenschutzmittel, aber auch neue Sorten. Also da sehen wir uns auf jeden Fall in der Pflicht. Ich persönlich wünsche mir aber eigentlich, dass wir irgendwo ein bisschen mehr zu einer nüchternen und realistischen Diskussion über den Nutzen und die Risiken von chemischen Pflanzenschutz kommen, weil dieses Schwarz-Weiß, was wir permanent in der Debatte haben und was auch zu gewissen Überreaktionen dann, sei es regulatorisch, aber auch politisch dann führt, das können wir nicht gebrauchen. Und wenn wir diese nüchterne Debatte kriegen würden und wieder eine faire Abwägung von Nutzen und Risiken bekommen würden, das würde, glaube ich, der ganzen Diskussion auch um Wirkstoffverluste helfen und der ganzen Landwirtschaft dienen. Dankeschön. Ja, Herr Kramer, Ihnen gebührt das Schlusswort. Ich hoffe, Sie können unseren Landwirten und Altbeteiligten einfach auch Hoffnung machen und in Aussicht stellen, dass uns genügend Wirkstoffe auch in Zukunft zur Verfügung stehen, also den Landwirten. An welcher Stellschraube können Sie aus Sicht des BVL denn drehen? Ja, liebe Frau Werner, ich möchte natürlich jetzt all das, was mit integriertem Pflanzenbau zu tun hat und all das, was wir diskutiert haben, hier jetzt überhaupt nicht ausblenden, sondern das unterstelle ich. Ich möchte mich auf das konzentrieren, für das ich zuständig bin, nämlich Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und die Begleitung der Wirkstoffgenehmigung auf europäischer Ebene. Wir müssen stärker als bisher den Rechtsrahmen dahingehend auch einhalten, dass wir in den vorgegebenen Fristen entscheiden. Das heißt, dass wir schnelle, zügige Entscheidungen treffen können. Das bedarf natürlich auch vollständiger, ordentlich formulierter Anträge. Wir wollen Deutschland, solange wir Pflanzenschutzmittel brauchen, und das wird auf absehbare Zeit der Fall sein, wollen die vier Präsidenten der beteiligten Institutionen BVL, JKI, BFR und UBA den Zulassungsstandort Deutschland wieder attraktiver gestalten. Wir brauchen eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln hier in Deutschland, die dann auch dafür sorgt, wenn wir nach einer sorgfältigen Risikoabwägung diese Pflanzenschutzmittel zulassen, dass tatsächlich auch der Anbau der Erzeugnisse, die eine Wertschöpfung bedeuten, in Deutschland möglich ist. Also nochmal ein Wunsch der Landwirte, die jetzt hier auch aus dem Zuschauerraum kommt, einfach mehr Zeit zu haben, auch mehr Übergangsräume zu haben, wenn das möglich ist, wenn sie das einräumen können. Wir haben eine zunehmende Zahl an Zulassungsanträgen für Notfallzulassungen. Das ist ein Hilfsmittel, mit dem wir uns sicherlich über eine gewisse Strecke retten können. Wir müssen allerdings auch sehen, dass die Zahl der Notfallzulassungen auf europäischer Ebene einfließt in einen Risikoindikator. Das heißt, das ist eine Spirale, die auch ein anderes Ende hat. Je mehr wir auf die Notfallzulassungen zugreifen müssen, weil keine Pflanzenschutzmittel verfügbar sind, desto negativer wird dieser Indikator. Und hier müssen wir sicherlich an dem Indikator, an der Berechnung des Indikators noch korrigieren. Das haben wir seinerzeit auch sehr deutlich gemacht, als der eingeführt wurde. Aber ein Faktum ist, das Bild wird dadurch schlechter. Wir machen das, wir machen es auch für große Kulturen, auch für größere Flächen, soweit die Notwendigkeit der Indikation gegeben ist. Schön. Das macht natürlich ein bisschen Hoffnung, hat natürlich auch sehr viel jetzt mit Formalismen natürlich zu tun, an die Sie auch gebunden sind. Ja. Und das Thema ist sehr, sehr breit gestreut. Wir müssen die Landwirte müssen an der Fruchtfolge arbeiten, die Industrie an neuen Wirkstoffen. Der Dialog ist ganz, ganz wichtig, sich vielleicht auch wieder zurückbesinnen auf bekannte Methoden wie Gelbschalen, wie Prognosemodelle einfach noch wieder stärker in den Fokus zu nehmen, aber auch miteinander, stärker miteinander zu reden, Imker vielleicht untereinander, aber auch natürlich mit den Landwirten zusammen, welche Möglichkeiten es auch dort gibt, einfach über betriebliche Kooperationen machen zu können. Wir konnten leider nicht alle Zuschauerfragen jetzt beantworten im Spezifischen. Das sehen Sie uns bitte nach. Wir haben jetzt schon ein wenig überzogen, aber ganz herzlichen Dank, dass Sie einfach dabei geblieben sind. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste auch hier im Studio und auch natürlich an unsere zugeschalteten Gäste. Und Sie dürfen sich auch
alle bei unseren nächsten Gesprächen auf spannende Gäste freuen. Am 6. August wird es weitergehen und diesmal geht es dann um das Thema Biodiversität konkret. Wie können wir den Anbau von Blühstreifen und Co. optimieren? Meine Gäste sind unter anderem die Landwirtin Stefanie Peters von der Bayer Forward Farm und auch der Präsident des Naturschutzbundes Jörg Andreas Krüger. Sie dürfen sich auch dann auf spannende Diskussionen einfach freuen. Weitere Informationen zu den Agrargesprächen finden Sie natürlich wie immer auf den Websites von Bayer Crop Science und natürlich auch von der Agrarzeitung. Bleiben Sie gesund und auf bald. Ich freue mich auf Sie und auf weitere spannende Diskussionen.